Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrumbach, direkt neben Heißbruck im Nürnberger Land. Ich möchte Sie heute zu den Unterkrumbacher Werkstatttagen am 24. Juni und da insbesondere zu unserer Filmgala am Samstagabend einladen. Da dreht sich alles um den Film Dolores, den unser Schulfreund und Regisseur Michael Rösel als Kinofilm gedreht hat und der vor allem bereits für den Grimme-Preis und einige andere Preise nominiert ist. Darum wollte ich Sie bitten, mir eine Kopie anzufertigen. Der 90-minütige Film beruht auf einem Comic und er spielt entgegen anderslauten Meldungen im Internet im Jahr 1962, lustigerweise meinem Geburtsjahr. Nicht nur wir halten ihn für ein ganzheitliches Meisterwerk, das wir nicht nur in voller Länge zeigen, sondern auch auf vielen Ebenen zelebrieren wollen. Zeit und Geld spielen keine Rolle. Dazu haben wir auch andere Mitstreiter aus der damaligen Heißbrucker Filmszene des Gymnasiums rund um den Deutschlehrer Richard Siebenbürger eingeladen, wie zum Beispiel die bekannte Fernsehmoderatorin Christina Ringer, die als Tini Fleischberger schon in vielen Schulfilmen die Hauptrolle spielte. Dr. Barbara Steinbauer-Grötsch hat Ende der 70er Jahre mit uns den ersten preisgekrönten Schulfilm gedreht, Happy Monday, und sie wird als Foodbloggerin vom Blog Eintopf Heimat das stilechte Buffet aus den 60er Jahren begleiten. Für die edlen Getränke sorgt neben der Lambsbräu ein anderer Schulfreund, nämlich Andreas Kirsch, der die Sektmanufaktur von der Henne in Naumburg besitzt. Also genießen Sie mit uns den feinen Premium-Sekt von der Henne. Matthias Meyer hat sich mit seiner Firma Die Theatermaler mit solchen Modellen, aber auch mit ganz anderen, wie sie im Film Dolores verwendet wurden, einen Namen gemacht und er wird die Technik managen. Genauso wie alle anderen Mitstreiter wird er auch im Gespräch einige spannende Anekdoten aus seinem Berufsleben beisteuern. Absolut original ist neben Regisseur und den vielen Mitstreitern auch der Oldtimer aus dem Film, zu dem wir noch andere Besitzer solcher Fahrzeuge aus den 60er Jahren herzlich einladen. Wer seinen Oldtimer mitbringt und sich angemeldet hat, bekommt freien Eintritt. Wer sich im Stil der 60er Jahre kleidet, bekommt den ermäßigten Eintrittspreis. Zusätzlich haben wir zusammen mit dem Gymnasium auch für Fotoarrangements gesorgt, die neben dem unvergesslichen Abend auch noch einige Zeitdokumente schaffen sollen. Zeit und Geld spielen keine Rolle. Wir freuen uns sehr über Ihren spontanen Besuch, aber noch viel mehr, wenn Sie sich anmelden, denn das erleichtert uns die Planung ungemein und für Sie ist dann wenigstens der Platz reserviert. Besuchen Sie uns am Samstagabend, den 24. Juni in Unterkrumbach zur Filmgala mit dem Film Dolores. Ich würde mich freuen. Ein schönes Paar. Ein Affe. Zeit und Geld spielen keine Rolle.